Bereits zum dritten Mal versammeln sich über 1000 Radsportlerinnen und Radsportler, um beim Kitzbüheler Radmarathon eine besondere Leistung abzurufen. Der KRM Classic mit dem Ziel am Kitzbüheler Horn oder der KRM Kitz mit dem Ziel im Zentrum der Gammstadt sind die Wahlmöglichkeiten für die Radsportbegeisterten aus 23 Nationen. Der Stadtpark Kitzbühel diente dabei schon am Vortag als Areal für alle Informationen zum Thema Radsport. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und alles fiebert dem großen Tag entgegen. Also alles so um die 8 Stunden wäre ganz cool, wenn wir es schaffen. Gerade mit dem Kitzbüheler Horn am Ende ist es schon so eine große Herausforderung für so Hobbysportler, Hobbyamateure. Ja, genau. Das wird ganz neu, aber ich bin nicht das erste Mal in den Alpen zum Rennradfahren. Und einige Pässe kenne ich, aber ein paar auch nicht. Und ich bin gespannt, dass ich gut durchkomme, ohne Sturz, sturzfrei und gut ankomme. Yeah, it's a really famous town, famous Kitzbühel Horn finish, it's a cool race. Einfach besser sein, schneller sein und schauen, dass 2-3 Kanteln am Kitzbüheler Horn über sind und dass wir da nicht eingehen. Dass wir einfach einen geilen Tag am Radl haben. Ja, ich fahre ganz rauf. Vor habe ich es zumindest. Das werden wir sehen, wie es geht. Gell? Einfach nur mitfahren und Spaß haben und die Gegend genießen und das schöne Ambiente genießen. Tipps von Tour de France-Gewinner Andy Schleck bis hin zu mentalen Themen für die Athletinnen und Athleten sorgen für gute Stimmung im Vorfeld des Rennens. Der Tag X ist gekommen. 1100 Sportlerinnen und Sportler machen sich auf den Weg zum Start. In der ersten Startreihe Andy Schleck, die Siegerin des Vorjahres Monika Fritz und die Dominatoren der zweiten Auflage mit Vorjahressieger Johnny Hogerland, dem zweitplatzierten Paul Werbenjak und dem Lokalmatador aus Kitzbühel Patrick Hagenas. Für Spannung ist schon im Vorfeld gesorgt und ein interessanter Rennverlauf scheint sicher. Spitzenleistungen werden jedenfalls auch abseits der Siegerlisten erbracht, denn jede und jeder ist ein Sieger auf seine Art, wenn die sehr selektiven 216 Kilometer über die Ziellinie gebracht werden. Die Erwartungen sind durchaus unterschiedlich, es eint sie jedoch alle ein Ziel, das Kitzbüheler Horn oder die Finishline in der Kitzbüheler Vorderstadt. Ja, ich freue mich, es wird ein harter Tag, es wird am Schluss brutal werden, aber ja, wir sind glaube ich alle ganz gespannt. Nicht ganz zu nervös am Anfang und sonst einfach mal schauen, erster Anstieg wird schon nicht spannend und dann vielleicht schauen, gute Gruppen erwischen, irgendwie Richtung Gerlos Pass und dann einfach mal schauen, was geht. First time, so looking forward to it, a bit nervous, so. Schon ein bisschen Gas geben, aber schauen wir mal, wie es geht. Einfach Spaß haben. Rein grausig wird's von vorn bis hinten und Masochismus. Ja. Weil man hat sonst im Leben nichts. Ja. Midlife-Crisis und so Sachen brauchst du halt einfach für die Selbstbefriedigung. Ja. Das Kitzbüheler Horn ist legendär, Österreich-Radrundfahrt immer wieder und da will man selber auch mal aufgefahren natürlich. Vollgas bis zum Schluss, das ist die Devise.
Pünktlich um 6.30 Uhr wird das Rennen dann gestartet. Es beginnt, wie es enden wird, nämlich mit einer Bergwertung. Der Pastoren ist die erste von insgesamt 5 Bergwertungen, denn neben den Gesamtsiegern wird an diesem Tag auch die Queen of the Mountain und der King of the Mountain ermittelt. Nach dieser ersten Bergprüfung begibt sich ein bereits langgezogenes Feld Richtung Mittersiel. Für den Körper gibt es jetzt die erste Verschnaufpause. Für den Kopf heißt es jedoch volle Konzentration. Die Spitze mit allen Favoriten drückt nicht nur bei der Abfahrt Pastoren auf das Tempo. Die zweite Bergprüfung hinauf zum Gerlospass entpuppt sich bereits als Scharfrichter bei der mit 4600 Höhenmetern gespickten Radmarathonrunde. Am Gerlospass zeigt der Drittplatzierte von 2021, Alexander Schnerow, dass mit ihm an diesem Tag zu rechnen ist. Nach 60 Kilometern und der zweiten Bergprüfung des Tages gilt es jetzt, verbrauchte Energie wieder aufzunehmen. Super, angenehme Temperaturen, gute Füße, alles okay. Jetzt sind wir noch ziemlich am Anfang, aber ich fühle mich gut und ja, Rennen kommt immer ein bisschen Adrenalin auch dazu, also taugt mir voll. Ja. Tolles Event, tolle Leute, tolle Stimmung, das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber hey, es regnet nicht. Just keep paddling. Sehr gut bisher, aber jetzt wird es erst richtig anstrengend. Gestärkt geht es nun auf einer rasanten Abfahrt Richtung Zillertal. Eine kompakte Spitze mit den beiden Österreichern Paul Werbenjak und Patrick Hagenas sowie allen anderen Favoriten drücken auf diesen flachen Streckenabschnitt so richtig aufs Tempo, sodass der Abstand zu den Verfolgern rasch anwächst. Trotz des hohen Tempos und anspruchsvollem Streckenprofil hat sich das Teilnehmerfeld kaum dezimiert.
Nach dem Zillertal wartet die nächste Wand, nämlich die Auffahrt auf den Kerschbaumer Sattel. Little Horn wird von Insidern dieser wirklich scharfe 7 Kilometer lange Anstieg nicht unberechtigt genannt. Die Begeisterung ist ungebrochen, wenngleich die Strapazen der bisherigen Prüfungen schon in den Gesichtern zu lesen sind. Eine Dreimann-Spitzengruppe, die von Österreicher Patrick Hagenas angeführt wird, passiert die dritte Bergwertung am Kerschbaumer Sattel. Für eine vorentscheidende Rennsituation war diese Attacke jedoch noch zu früh. In dieser Rennphase ist der zeitliche Abstand von der Spitze bis zum Ende des Teilnehmerfeldes fast 3 Stunden. Während die ersten den Kerschbaumer Sattel passieren, ist das Ende des Rennens noch am Gerlos anzutreffen. Die schnellsten sind ohne Boxenstopp Richtung Alpachtal unterwegs. Für die Hobbyathletinnen und Hobbyathleten wird die Verpflegung auf der Labestation beim Sattelübergang zum entscheidenden Faktor. Als Treibstoff für das weitere Rennen werden Kohlenhydrate in den verschiedensten Varianten angeboten. Es gibt Riegel auf der Haut. Wir haben Kuchen, wir haben auch Brote, Körnelbrote und das Ganze, was das Herz begehrt, sage ich mal. Und natürlich Obst, Melonen, Orangen und Bananen. Nach der selektiven und technisch anspruchsvollen Abfahrt vom Kerschbaumer Sattel geht es durch das Alpbachtal in Richtung Brixlek und danach via Kramsach zur vorletzten Bergwertung in Aschau. Das Tempo in der Spitze ist sehr hoch, der Rennschnitt über 36 km/h, dennoch sucht Patrick Hagenas sein Heil in der Flucht. Werbenjak, Hogerland und Co. bleiben jedoch auf Tuchfühlung des Tirolers. Eine 7-Mann-Spitze erreicht schließlich Kitzbühel, wo bei der Auffahrt zum Kitzbüheler Horn sich noch einmal die Spreu vom Weizen trennen wird. Paul Werbenjak, der zuvor durch einen Defekt über eine Minute Rückstand alleine egalisieren musste, hatte zu Beginn des Schlussanstieges Schwierigkeiten, das Tempo von Jack Berg, Daniel Ganal und Co. mitzufahren. Dennoch gelang es ihm, im unteren Abschnitt der Hornstraße das Tempo zu halten. Ob dieser spannenden Ausgangslage für die letzten 7 Kilometer, hat man im Ziel bereits Gänsehaut-Feeling. Ja, es war unglaublich, heute in der Früh da am Start zu stehen, um 6.30 Uhr in der Innenstadt und dann dieses riesige Feld rausfahren zu sehen in Kitzbühel, wo Radsport so ein großes Thema darstellt. Nicht nur Straßenradsport, auch Gravelbiken, Mountainbiken am Berg mit unseren neuen Trails, die wir geschafft haben. Es ist unglaublich, diese Begeisterung der Athleten zu sehen. Da kriege ich Gänsehaut jetzt, wenn ich dran denke, hier oben im Ziel. Die Leistung der Sieger bei dem Wetter, unfassbar. Radlfahren, mega. So viele Gefühle, so viele Emotionen, genau das braucht man in Kitzbühel. Ganal und Werbenjak können sich hier vorentscheidend absetzen und 2 Kilometer vor dem Ziel lanciert Paul Werbenjak die entscheidende Attacke. Ganal kann ihm nicht mehr folgen und so geht es nur mehr um die Frage, fällt der Streckenrekord ja oder nein? Die letzten 1000 Meter werden zu einer Triumphfahrt für die Geschichtsbücher, denn Paul Werbenjak gewinnt den 3. Kitzbüheler Radmarathon in der Rekordzeit von 6 Stunden und 33 Minuten. Er pulverisiert die alte Marke von Johnny Hogerland um mehr als 5 Minuten. Daniel Ganal sorgt für einen österreichischen Doppelsieg. Jack Berg komplettiert als 3. das Podium. Ja, also es war wie letztes Jahr relativ schlechtes Wetter leider. Also die ersten 3 Stunden waren mir extrem kalt und den ganzen anderen Fahrern. Ich habe immer wieder gehofft, dass die Anstiege kommen, dass man ein bisschen warm wird. Aber ja, auch die Abfahrten extrem rutschig, speziell vom Kerschbaumer Sattel runter. Wir waren dann ja relativ eine große Gruppe mit 10 Leuten, die dann immer kleiner geworden ist. Und ja, ich habe dann leider sogar noch einen Batschen gehabt.
aber durch die super Betreuer, die ich mitgehabt habe, habe ich das Gott sei Dank relativ schnell einmal wechseln können. Habe dann zwar doch eine Minute gehabt, die ich wieder zufahren habe müssen, aber das hat ziemlich gut funktioniert. Und ja, natürlich das Horn, wer das schon mal gefahren ist, der weiß, wie steil das ist. Also das ist eine richtige Rampe mit 21% den letzten Kilometer. Aber ja, habe mich gut gefühlt, habe am Anfang eben nicht überpaced unten rein und habe das dann super durchziehen können und bin natürlich überglücklich, heute den Kitzbüheler gewonnen haben zu dürfen. Bei den Damen kam es durch Eva Schien aus Deutschland zu einem Überraschungssieg. Sie verwies ihre Konkurrentinnen Ilse van der Mooren aus Belgien und die Niederländerin Svenja de Graeff klar auf die Plätze 2 und 3. Die Vorjahressiegerin Monika Fritz erreichte Platz 4. Also das Finish ist einfach brutal. Ich habe wirklich dann nochmal ganz schön beißen müssen. Aber ich habe es von der Organisation super gefunden. Die Strecke war gut abgesichert. Man hat immer gewusst, wo man hin muss. Also voll. Und es waren auch echt viele Zuschauer für das, dass einfach scheiß Wetter war. Und das war echt cool, ja. Jeder, der die Tortur mit dem steilen Schlussanstieg aufs Kitzbüheler Horn bei einer Maximalsteigung von 22,3% bewältigt hat, durfte sich als Sieger fühlen. Erstmals in der noch jungen Geschichte des Kitzbüheler Radmarathons konnte man auch in der Vorderstadt Kitzbühels finishen. Für diese Variante haben sich vorab etwa 100 Athletinnen und Athleten entschieden. Von der Möglichkeit, in der Stadt über die Ziellinie zu fahren, auch wenn man sich für das Horn angemeldet hat, machten 152 Radlerinnen und Radler Gebrauch. Bei den Damen hatte in der Kitzbüheler Vorderstadt die Südtirolerin Maria Pechlaner die Nase vorn, während bei den männlichen Kollegen der Tiroler Daniel Pechtl den Bewerb für sich entscheiden konnte. Ich
mal sagen, es war schon ein bisschen ein Kampf, weil eigentlich wollte ich aufs Horn einfahren, aber dann war ich so blitzblau, irgendwann so Kilometer 160, dann habe ich gesagt, nein, Horn wird es halt nicht mehr werden. Dann habe ich probiert, einfach noch ein bisschen durchzuziehen, was geht. Und ich eben ja gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich dann tatsächlich Erste war, deswegen war es wohl die positive Überraschung dann, ja. Dann waren es Freudentränen, Erster waren es jetzt auch Freudentränen. Es war sehr schnell am Anfang, ich bin aus dem zweiten Block gestartet. Das war ein bisschen ein Nachteil. Es sind echt 3-4 Minuten, was man mal zufahren muss. Dann ist es aber da ganz gut gegangen. Zwischendurch einmal ein kleiner Krampf. Ja, dann Richtung Ziel. Zufriedene Gesichter nach einem spannenden Marathontag. Auch der Mentor dieser Veranstaltung, Bürgermeister Dr. Klaus Winkler, resümiert positiv. Ja, großartig. Ich meine, die dritte Auflage, man kann sagen, der Radmarathon ist angekommen bei uns und Begeisterung am Start. Es waren unendlich viele Fahrer, so hat man es jedenfalls das Gefühl gehabt. Und jetzt wieder am Ziel, hervorragende Stimmung. Und natürlich, wenn man die Athleten anschaut, das sind hervorragende Leistungen, die da erbracht worden sind. Bei schwierigen Verhältnissen, muss man auch dazu sagen. Also natürlich nicht nur das Bergauffahren, sondern auch die gefährlichen Abfahrten waren spannend. Aber perfekt organisiert, ich höre das durchwegs von allen. Gratulation an das gesamte Organisationsteam, der Franz und die Marina haben das perfekt gemacht. Mit allen zusammen, muss man sagen, können wir stolz sein und eine großartige Sportveranstaltung. Wenn man 1000, das war ja das Ziel, 1000 aktive Teilnehmer, sozusagen ist die größte Sportveranstaltung in Kitzbühel, was die Teilnehmerzahl betrifft. Und auf das, glaube ich, kann man schon stolz sein. Kitz-Ski-Vorstand Magister Christian Wörister war beeindruckt. Für mich erbringt jeder und jede eine Extremleistung, die das überhaupt schaffen, diese Runde zu fahren und dass dann noch so sportliche Spitzenleistungen erbracht werden. Das ist schon ganz gewaltig. Aber man darf natürlich heuer nicht vergessen, es ist ein erstmaliger großes internationales Publikum mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der ganzen Welt, darf ich mal fast schon sagen. Und dadurch natürlich ist die Chance für sportliche Weltklasseleistungen um vieles größer, aber man darf Otto Normalverbraucher und Otto Normalverbraucher nicht vergessen und die sind ja da auch alle dabei. Und das ist schon die größte Begeisterung, die wir da mitnehmen von dieser Veranstaltung. Klaus Banwart als Repräsentant des Premium-Partners Gebrüder Weiß meinte zum neuen Zieleinlauf: Große Emotionen, einmal die Bechlaner, die gewonnen hat. Das war so schön zuzuschauen, weil es einfach so ein Rennen über 220 Kilometer mit über 4000 Höhenmeter sind eine wahnsinnige Herausforderung und das junge Mädchen hat das gewonnen und das war so schön zuzuschauen. Und für Kitzbühel dieses Rennen ist einfach ein Wahnsinn. Also ich glaube, da wird noch mehr eine coole Veranstaltung, eine coole Location und es war eine tolle Stimmung, man sieht das. Also ja, viele Emotionen, das ist immer schön sowas. Franziska Reisch vom Alpenhaus am Kitzbüheler Horn hat für die kulinarische Erstversorgung der Athletinnen und Athleten gesorgt. Ja, Wahnsinn, jedes Jahr wieder, also auch dieses Jahr, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute das schaffen und da von in der Früh bis Mittag, Nachmittag und teilweise frühen Abend durchbeißen, dass sie es da herum schaffen und was das für ein Konditionslevel ist, das was man da eigentlich in die 6 bis 8, 9 Stunden schaffen muss, ist ein Wahnsinn. Also extra für die Radlfahrer haben wir heute als Tagesgericht einen Nudelsalat gemacht, einen Schweizer Wurstsalat, Penne mit einer Tomatensauce, eine hausgemachte Lasagne und ein Schwammerlgulasch mit Semmelknödel. Und Kuchen hat dann später zusätzlich noch dazu einen Marienkuchen backen. Und für alle Eisliebhaber haben wir einen Moosbeerbecher mit Moosbeeren vom Kitzbüheler Horn. Für die Unterbringung der über 1100 Athletinnen und Athleten war natürlich auch die Harisch Hotelgruppe zuständig. Mega Stimmung in der Früh schon, also um 5 Uhr aufgestanden, kein Regen, pünktlich zum Start 6.30 Uhr, Regen, dann hinauf über ein paar Touren, leichter Regen, hinunter, dann war super, dann wieder im Pinzgau hat es wieder voll angefangen und die sind ein Wahnsinns-Tempo gefahren da vorne, das war brutal.
1100 Sportlerinnen und Sportler haben sich für diese Herausforderung entschieden. 582 davon konnten ihr Ziel erreichen und bei der Premiere des KRM Kids über die 209 Kilometer Distanz schafften es 181 ins Ziel. Echt steil wird es auch 2024 weitergehen, denn am 8. September findet die vierte Auflage des Kitzbühler Radmarathons statt.